Willkommen in der Assassinen-Meta. Ja, es kommt ein neuer Patch und zwar Season 1 01 Patch, der am 23. August 2022 veröffentlicht wird. Und was dort drin ist, hat mir ein wenig, ja, den Hals zugeschnürt, denn wir werden definitiv wieder eine Meta-Veränderung haben. Wir schauen mal rein und gehen die Patch-Notes wieder gemeinsam durch. Nicht vergessen, Leute, ich bin auch fast täglich live mit Multiversus auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, Patch ab. Ja, wie ihr sehen könnt, sind das die Patch Notes, die jetzt am 23. August rauskommen. Was soll ich sagen? Es ist deutlich weniger als der große Season 1 Patch, aber dennoch sehr, sehr wichtige Dinge. Ich habe mir mal wieder den DeepL-Übersetzer dazu geholt, um das Ganze nochmal ein bisschen zu übersetzen, beziehungsweise verständlicher zu machen, um euch das dann nochmal genau zu erklären. Dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an damit. Wir fangen erstmal an mit allgemein. Morty wird kommen, das ist ja nichts Neues. Also heute, beziehungsweise am 23.08. wird Morty erscheinen. Ich bin sehr gespannt auf den Charakter. Mal sehen, wie der sich so spielen lässt, werden wir auf jeden Fall ordentlich auf Twitch antesten. Jetzt kommt etwas sehr Interessantes, und zwar dieser Patch ist komplett serverseitig. Was bedeutet das? Ja, dieser Patch wird erstmal ausschließlich im Online-Play verfügbar sein und nicht im Labor. Das wird in Zukunft dann kommen. Sehr interessant, dass sie das Ganze erst nur für ein Online-Play verfügbar stellen und dann erst fürs Labor. Ist ein bisschen komisch, warum nicht beides gleichzeitig, aber nun ja, so ist das halt. Ja, wir haben jetzt allgemeine Perk-Veränderungen, und zwar Ice to Beat You. Projektile wenden den Eisschwächungszauber nur noch auf Kämpfe an, die nicht bereits durch Eis geschwächt sind. Ist auf jeden Fall ein Nerf, würde ich sagen. Sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn man das benutzt. Und I'll take that. Die Rückerstattung der Abklingzeit für nicht gestapelten Zauber wurde von 0,5 auf 0,25 verringert. Also auch ein Nerf. Die Rückerstattung der Abklingzeit für gestapeltes Eis wurde von 1 Sekunde auf 0,5 Sekunden verringert. Also diese beiden Perks haben definitiv einen Nerf bekommen. Ja, sonst gibt es nichts weiteres dazu zu sagen. Müsst ihr schauen, ob sich die Perks jetzt noch lohnt für euch oder auch nicht für die, die sie spielen. Jetzt haben wir hier einen allgemeinen Gameplay-Fix bzw. Veränderung. Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Abklingzeiten von Fähigkeiten nicht ausgelöst wurde, wenn Projektile in der Nähe des Geländes gespawnt wurden. Also, das ist auch noch so eine kleine Fehlerbehebung. Na, es hat wohl was mit den Projektilen zu tun. Auch jetzt nichts Großes, Weltbewegendes, worauf man eingehen müsste weiterhin. Worauf wir auf jeden Fall eingehen sollten, sind auf jeden Fall jetzt die Nerfs, Buffs und Änderungen einiger Charaktere. Und ich habe am Anfang des Videos nicht umsonst gesagt, wir werden ab jetzt eine Assassinen-Meta haben. Denn was jetzt kommt, ist absolut krass. So, wir fangen an mit Aria. Und ja, Aria hat wieder einen Buff bekommen. Im Großen und Ganzen haben alle Assassinen einen Buff bekommen, denn ja, lesen wir uns einfach mal rein. Denn ihr wisst ja, dass die Assassinen generell 14% mehr Schaden bekommen, weil sie halt die Assassinen-Klasse haben. Das wurde reduziert auf 5%. Ja, das bedeutet, die ganzen Assassinen bekommen jetzt deutlich weniger Schaden im Allgemeinen. Wenn natürlich für alle, die Arya, Finn oder Harley gespielt haben, würden natürlich super aufschreien und sagen, geil, endlich, toll. Aber ich sag's mal so, für die Leute, die gegen eine richtig gute Arya schon gespielt haben, oder eine richtig gute Harley Quinn, ne, Qualle, falls ihr das Video seht, Grüße gehen raus. Wissen, dass das schon nicht so leicht war, aber jetzt natürlich noch viel schwieriger. Wir werden sehen, wie sich das auf das ganze Metaspiel entwickelt. Was ich ganz witzig finde, wie evaluieren, ob diese Passivität komplett entfernt werden sollte. Also zu Deutsch, sie überlegen, ob man diese Passive komplett rausnimmt. Das bedeutet, dass die Assassinen gar keinen Schaden mehr nehmen, also extra Schaden, so wie alle anderen Charaktere. Wir wollen einen Schritt in diese Richtung machen und gleichzeitig versuchen, nicht zu schnell zu weit zu gehen. Von 14% auf 5% finde ich schon relativ schnell und weit, aber gut. Wir wollen keine Meuchelmörder-dominierende Meta erschaffen. Haben sie damit getan? Werden die meisten dann von euch merken und sehen. Und dann werden die ganzen Leute schreiben, Arya ist OP, Harley Quinn ist OP und Finn ist jetzt auch wieder OP. Aber wir gucken mal weiter. Wir haben jetzt hier Finn. Und zwar, da wir etwas Kraft aus dem Rucksack von Finn entfernt haben, haben wir etwas zusätzliche Kraft in den Rest von Finns Angriffe gepackt,
um ihm mehr Kill-Optionen zu geben. Das bedeutet, erst wurde Finn genervt, jetzt wird er wieder gebufft. Neutral Luft-Boden-Spezial erhöhte Grundschaden von 5 auf 6. Dieser Grundschaden wird durch Halten und Aufladen des Angriffs erhöht. Ja. Luft-Boden-Abwärts-Special erhöhten Schaden von 18 auf 20. Erhöhte Rückschlagsskalierung, also Knockback, von 18 auf 20. Passive des Assassinen. Die haben sie also auch das gleiche gemacht von Arya, genauso wie Finn, weil er auch ein Assassine ist. Move-Liste, die Beschreibung dieser Änderung wird erst im nächsten Patch aktualisiert. Ja, das soll einfach nur heißen, dass in der Move-Liste ja immer noch Altes drin steht, ne, beziehungsweise über diese Passive. Das wird dann erst im nächsten Patch aktualisiert. Also steht immer noch, dass sie 14% Schaden kriegen, obwohl sie eigentlich nur noch 5% Schaden kriegen in der Passiven. Und das wird halt visuell erst im nächsten Patch aktualisiert. So, eigentlich hieß es, dass wir in dem Patch Garnet-Buffs bekommen, aber das wurde wahrscheinlich nochmal verschoben. Deshalb bekommen wir von Garnet erst im nächsten Patch was Neues, also wahrscheinlich nächste Woche dann. So, Harley Quinn. Und wie auch hier zu erwarten, die Passive wurde wieder von 14 auf 5% reduziert. Jetzt haben wir den Giant. Der Giant wurde auch mit einem kleinen Text versehen. Und zwar lesen wir uns das doch mal durch. Der eiserne Riese dominierte die Zeit mit abnorm hohen Siegesquoten auf jeder Fertigkeitsstufe, beziehungsweise ein Skill-Level. Die neutrale Spezialität des Eisenriesen mit gestapelter Abklingzeitreduzierung von Velma bietete den Gegner zu wenig Zeit zum Kontern. Deswegen war ja auch immer wieder gesagt, Top-Meta, Giant und Velma im Team bei 2 vs. 2, das war halt insane. Das haben die Entwickler jetzt auch gesehen. Aktualisierung für den Eisenriesen, globale Aktualisierung für die Perks und Aktualisierung für Velma sollten dazu beitragen, den Gegnern mehr Möglichkeiten gegen den Giant zu bieten. Sprich, sie werden beide genervt. Was sich genau ändert, schauen wir uns jetzt mal genau an. Und zwar, man darf nicht vergessen, der Giant wird jetzt nochmal genervt. Der wurde beim ersten Patch hart genervt, beim zweiten Patch und jetzt nochmal. Also, ja, ich meine, jetzt war er eigentlich ziemlich in Ordnung. Jetzt wurde er nochmal genervt. Eieiei, also für alle Giant-Spieler wird das jetzt wahrscheinlich eine ganz schöne Herausforderung. Noch mehr als jemals zuvor. Grüße gehen raus an Bobo, der zurzeit der beste Giant-Spieler Deutschlands ist, der wirklich damit hart zu kämpfen hat. Und ja, mal sehen, was er jetzt daraus macht. Ich bin sehr gespannt, aber wir schauen jetzt erstmal weiter in die Patch rein. Und zwar neutrales Luftboden-Special. Die Abklingzeit wurde von 23 Sekunden auf 25 Sekunden erhöht. Okay. Luftaufwärtsattacke. Die Trefferboxen wurden verkleinert, um sie besser an die Optik des Angriffs anzupassen. Also, die Hitbox wurde verkleinert, indem der Giant halt damit trifft. Luft-Boden-Aufwärts-Special. Reduzierter Schaden um 1 und Basisrückstoß beim letzten Treffer der Drehung. Das bedeutet, man kann wahrscheinlich aus dieser Drehkombo wieder ein bisschen weiter rauskommen. Aber er hat auch einen Buff bekommen. Luft-Boden-Abwärts-Special. Cannonball kann nun abgebrochen werden, wenn er einen Gegner trifft. Ja, ist auf jeden Fall eine nette Sache. Kann man machen. Aber im Großen und Ganzen hat der Giant leider Gottes doch wieder mehr Nerfs bekommen. Also, wow. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommt noch. Und alle Giant-Spieler, also da wird sich einiges ändern, weil er ist ja sowieso Combo-Futter. Und ich sag's auch, wie es ist. Wenn man weiß, wie man gegen den Giant zu spielen hat, man kriegt dann irgendwann ein Gefühl dafür, wann er seine Fähigkeiten einsetzt, was er vorhat, dann kann man dagegen sehr gut spielen. Und ja, jetzt werden ihn halt immer mehr Tools genommen, dass er immer weiter unspielbar ist, fast schon. Ich will dazu nicht so viel sagen. Jeder von euch hat eine eigene Auffassungsgabe, gegen den Giant zu spielen. Aber das ist meine persönliche Erfahrung. Gut, wir haben Superman. Ja, da wurde nur ein Fehler behoben. Doof. Es wurde ein Fehler behoben durch den Superman-Gegner, die an der Wand abprallten, auch dann packen konnte, wenn seine Hitbox nicht verbunden waren, beziehungsweise seine Hitbox, nicht connected haben. Ja, ist halt ein Fehlerbehebung. Ist jetzt kein wirklicher Nerf, ist einfach eine etwas Veränderung. Ja, Superman braucht auf jeden Fall nochmal einen Nerf, gerade bei dem Packen direkt in den Tod. Da muss noch was gemacht werden, kommt hoffentlich bald. Ja, normalerweise sollte Tess auch gebufft werden. Kommt jetzt im nächsten Patch, wahrscheinlich nächste Woche. Gut, aber wir haben Velma. Velma wurde schon wieder genervt. Luftboden-Spezial nach unten. Die hat die Abklingzeit von 75% über 8 Sekunden auf 50% über 8 Sekunden reduziert. Also, ja, an sich 75% wurde auf 50% ja, genervt. Die eindeutigen Gewinner dieses Patches sind die Assassinen. Finn
Harley Quinn und Arya. Ja, und der Giant muss leider schon wieder einstecken. Genauso wie Velma. Also ja, ich weiß, Giant war auch irgendwo ganz stark und Velma auch, aber irgendwo reicht's dann auch. Also man muss auch immer bedenken, dass viele Leute dahinter stecken, die auch diese Mans sind, wie zum Beispiel Giant oder Velma. Und dass es halt immer wieder ein Schlag ins Gesicht ist, wenn man halt diese Charaktere spielt und auch Bock hat und sich auch daran gewöhnt hat und gewisse Dinge einfach dann nicht mehr funktionieren. Ich kann verstehen, dass bei gewissen Sachen nachgebessert werden muss, wirklich. Aber man darf es auch nicht zu übertreiben. Das waren die aktuellen Patch Notes. Ich hoffe, ich konnte euch das alles relativ gut erklären. Ich bin gespannt, was uns heute Abend erwartet. Ich freue mich auf Morty. Nicht vergessen, ich bin regelmäßig live auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Dann sehen wir uns im nächsten Livestream, wenn wir alles am eigenen Leib erfahren oder im nächsten Video. Bis dann, Leute. Haut rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr das Video seht. Bis dann. Haut rein. Euer André oder Xerox. Ciao. Routine. Parties on the weekends at the house that everyone knows. Parents never home, so that's the spot.